links übrigens historische Hügel, Grabhügel. Jetzt kommen wir rein nach Graben. Oder Grabau, wie auch immer. Grab hat das was zu tun. Deswegen heißt das auch so. Eine Au ist ja auch. Siehst du? Habe ich doch gleich gesagt. Grabau. Kreis Dormann. Und das kommt vom Grab, ne? Weil da hinten die Grabhügel sind. Das ist noch aus vorchristlicher Zeit. Und das Christentum ist ja auch nur eine vorübergehende Erscheinung. Denn wahrscheinlich wird es, ich denke mal, als Endprodukt hier muslimisch werden. Und das ist auch gut so. Das soll so bleiben. Ich will ja auch Muslim werden und dementsprechend finde ich das auch gut. So, was gibt es denn noch hier? Sehr schöne Bäume. Graber. Da gucken schon zwei Pferde zu jetzt. Die wundern sich den ganzen Tag. Das wär's nur. Und tschüss.